Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Webinar zusammen mit Arrow. Wir würden Ihnen gerne mal das Thema Time-Sensitive Networking oder eben kurz TSN näher bringen und Ihnen auch zeigen, wie das mit FPGAs funktioniert und wie Time-Sensitive Networking mit OPC1 kombiniert werden kann. So. Zuerst mal noch ganz kurz, wer wir sind als NetTime Logic, und wieso wir vielleicht überhaupt etwas sagen sollten über Time-Sensitive Networking. Wir sind ein Startup, das wir in 2015 gegründet haben, wir sind in Zürich in der Schweiz und konzentrieren uns auf FPGA-basierte Implementationen für Zeitsynchronisation, Netzwerk-Redundancy und halt der Real-Time Ethernet und alles andere, was sich irgendwie um FPGAs dreht. An dem Punkt sind wir FPGA-Hersteller unabhängig. Eben, wir haben hier Intel, Altera, Microsemi, Lattice, was man so hat. Wir haben schon sehr früh eigentlich begonnen mit FPGA-Firmware-Entwicklung, haben jetzt schon über 20 Jahre Erfahrung in FPGA und Embedded Software Design und sind Teil von verschiedenen Standardisierungsgremien, welche halt auch gerade dieses Time-Sensitive Networking betrifft. Wie gesagt, unsere Focus Areas sind FPGA-basierte Lösungen, alles was Zeitsynchronisation anbelangt, Netzwerkredundanz und Realtime Ethernet. Und dann halt, weil das eher Sachen sind, die nicht die Hauptprodukte sind von eigentlichen Kunden, geht es dann auch um die Anbindung davon und dann Embedded Processing zu machen von vielleicht Daten mit Synchronisation zusammen. Was Sie da anbieten, sind unsere FPGA-IP-Cores. Da werden Sie jetzt auch noch etwas davon hören und dann halt einfach FPGA-Design-Services und Software-Engineering. Und wenn Sie etwas mehr über Synchronisation und Redundanz hören möchten, bieten wir gerne auch Training und Consulting an. Jetzt mal ein bisschen zum Inhalt. Wir werden zuerst kurz mal darauf eingehen, was ist überhaupt Time-Sensitive Networking? Wieso brauchen wir das und wieso möchten wir das? Dann halt, wie funktioniert TSN? Wie kann TSN mit OPC1 verbunden werden? Auch da noch, was ist OPC1 kurz? Dann kurz aufzuzeigen, wie die Migrationspfade momentan sind zu TSN zusammen mit OPC1. Wieso FPGAs und gerade System-on-Chip-Solutions eigentlich die beste Wahl momentan sind für TSN. Kurz darauf eingehen, wie eine Implementation eines TSN-Switched Endnodes auf einem FPGA System-on-Chip funktioniert und dann die Live-Demo und dann noch eine kurze Zusammenfassung. Was ist TSN? Also TSN, Time-Sensitive Networking, ist eigentlich eine Erweiterung zum normalen Ethernet, also zum normalen Ethernet 802.3 Standard von der IEEE, die eigentlich die folgenden wichtigen Punkte dazufügt. Das eine ist Synchronisation zwischen den Knoten, Traffic-Priorisierung, also dass man halt wichtigen, nicht so wichtigen, gar nicht wichtigen Traffic hat. Und für die wichtigen Traffic halt deterministische und maximale Latenz, damit man weiß, wenn man ein Paket wegschickt, dass es auch spätestens dann ankommt. Dann High Availability, da geht das Thema Redundanz rein. Wenn ein Frame losgeschickt werden soll, soll es auch sicherlich auf der anderen Seite ankommen. Und das Ganze zielt eigentlich darauf ab, dass ein Prozessnetzwerk mit dem Office-Netzwerk kombiniert werden kann. Das meint damit zum Beispiel die Produktionslinie zusammen mit dem Office-Netzwerk und dann eigentlich wirklich bis zur Cloud. Wenn man jetzt das so ein bisschen hört, ist das eigentlich genau das Gleiche, was existierende Realtime-Lösungen machen, wie zum Beispiel Profinet oder EtherCAT, aber halt in einem standardisierten Weg. Das ist dann einfach wirklich ein IEEE 802.1er Set an Standards. Und wieso möchten wir das? Wir möchten eigentlich gerne mal den Krieg der Feldbusse
beenden nach 40 Jahren. Also wir hatten am Anfang halt sehr diskrete IO Connections, vielleicht noch UART, dann ging das Ganze Richtung CAN, Profibus, Modbus und so weiter. Dieser Krieg da mit den ganz verschiedenen nicht kompatiblen Varianten ging dann mit Ethernet weiter und jetzt möchte man das Ganze nicht mehr weiterführen und möchte gerne eigentlich eine Lösung und für die dann auch verschiedenste Lösungen haben. Vielleicht zu den Feldbussen noch was ganz kurz. Im 2018 war es tatsächlich soweit, dass Ethernet-basierte Feldbusse, die traditionellen Feldbusse eben wie CAN, überholt haben. Das war in 2018. Heute, Stand heute 2020, sind wir etwa bei 64% der industriellen Verbindungen sind schon Ethernet-basiert. Das heißt, der Trend zu Ethernet ist da und das ist eigentlich auch die Basis für Time-Sensitive Networking. Ja, was ist TSN? Es sind Open Standards, also wirklich offene Standards, wo alle verschiedenen Firmen mitmachen können. Und es ist nicht getrieben von einer großen Firma wie andere Real-Time-Ethernet-Lösungen. Wenn wir zum Beispiel Profinet nehmen, steht dahinter eigentlich Siemens, EtherCAT, dahinter steht eigentlich Beckhoff, Ethernet PowerLink, da war es B&R. Ja, also es ist wirklich herstellerunabhängig. Und TSN hat von Anfang an eigentlich sich angedacht, dass es einfache Migrationspfade gibt von den existierenden Netzwerken in ein TSN-Netzwerk. Um da, von dem Ganzen wirklich profitieren zu können, gibt es einen zentralen Punkt und der nennt sich Interoperabilität. Und das ist eigentlich der wichtigste Treiber auch für TSN. Also es soll nicht wieder Abwandlungen von TSN geben, sondern eine Variante von TSN, die dann interoperabel mit allen anderen Herstellern ist. Und das andere ist, man möchte halt, wie gesagt, ein Netzwerk für alles, wichtiger Traffic und nicht kritischer Traffic auf einem Netzwerk, was eigentlich eine vertikale Integration ermöglicht von Sensor zu Cloud und von Cloud eigentlich dann wieder zurück. Die Ansage von den ganzen TSN Working Groups ist, TSN wird der Ethernet-basierte Feldbus der Zukunft sein. Und das ist eigentlich auch gesehen als der Enabler ein bisschen für Industrie 4.0 und Industrial IoT, weil man halt wirklich Sensordaten einfach direkt in Cloud hochkriegt, beziehungsweise Daten aus der Cloud auch wieder runter. Dann ein weiterer Treiber dafür war, dass die Sensor- und Aktor- und Kontrollequipment-Hersteller nicht für jede Version ihres Produktes, für jeden Feldbus eine andere Version ihres Produktes machen möchten, sondern sie würden eigentlich gerne einen machen, der alles abdecken kann, was natürlich extrem viel weniger Entwicklungsaufwand gibt und dementsprechend auch günstiger ist. Auf der Kundenseite ist das eigentlich mehr oder weniger ähnlich. Man möchte ein Multisource haben für das gleiche Gerät. Alle haben zum Beispiel TSN, alles Motoren und man kann sie direkt vergleichen. Es gibt natürlich ein bisschen Konkurrenz unter den Herstellern, was aber dann wahrscheinlich das Produkt am Ende wieder günstiger macht. Außerdem hat man halt bessere Interoperabilität, wenn man nicht zwischen verschiedenen Feldbussen doch noch mit Gateways oder so arbeiten muss, was dann auch die Komplexität natürlich klar reduziert. Jetzt kommt TSN ist nicht ein Standard. Es ist ein ganzes Set von Standards, die eigentlich zusammen TSN formen. TSN, vielleicht noch wichtig zu sagen, handelt nur alles, was auf dem OSI-Layer 2 funktionieren soll. Das heißt also kurz nach dem Physical Layer. Alle Applikationsgeschichten sind da mal ausgenommen. Es gibt so ein, von diesem ganzen Set an Standards gibt es so ein
Common Sense, was jetzt eigentlich das Minimum ist, um das Ganze dann eigentlich TSN zu nehmen. Klar, Ethernet als Transportmedium, Zeitsynchronisation, dann die Traffic Classification, das heißt, man identifiziert wichtigen von nicht wichtigen Traffic und dann das Ganze mit Scheduled Traffic. Da werden wir dann später drauf eingehen. Ich werde jetzt mal kurz so die wichtigsten Standards noch kurz ein bisschen behandeln. Sicherlich einer der wichtigsten ist der IEEE 802.1Q. Das ist eigentlich dort, wo all das mit der WLAN und Quality of Service definiert wird. Und dieser Standard ist eigentlich dazu da, um halt High-Priority-Traffic von Reserved-Traffic, von Best-Effort-Traffic-Klassen auseinanderhalten zu können. Es ist wirklich die Basis eigentlich von TSN und die meisten der relevanten TSN-Standards sind Anhänge zu diesem 802.1Q-Standard und viele davon sind im 802.1Q 2018 schon eingeflossen. Es gibt sie noch als Anhänge, aber im 2018er Standard sind die eigentlich auch schon drin. Dann der zweite zentrale Punkt ist Zeitsynchronisation. Dazu gibt es IEEE 802.1S oder auch IEEE 1588, besser bekannt als Precision Time Protocol. Das Ziel dabei ist, dass alle Knoten im Netz eine gemeinsame Zeitbasis haben und auf dem dieser gemeinsamen Zeitbasis basieren eigentlich alle anderen Mechanismen, die es dann auf TSN gibt. Also 802.1Q mit den Prioritäten und 802.1AS sind so die Eckpfeiler von Time-Sensitive Networking. Das Ganze mit der Synchronisation gibt irgendwie Submikrosekunden Genauigkeit. Typischerweise sind wir hier eher im unteren Nanosekundenbereich, wo man dann halt als Genauigkeit hat. Und die Anforderung für diese Genauigkeit ist, dass eigentlich jeder Knoten, das heißt also auch die Switches im Netzwerk, müssen PTP unterstützen, also dieses 802.1AS. Genau. Und jetzt kommt der erste spannende Teil, der wirklich eine Erweiterung von Standard Ethernet bildet. Das ist dieser QBV-Standard. Und hier geht es um Scheduling. Das heißt, man macht Cycles und Timeslots. Basierend auf dieser synchronisierten Zeit, die wir jetzt ja von diesem 802.1-Standard haben, teilt man eigentlich die Zeit in Cycles ein und diese Cycles dann wiederum in Timeslots. Es definiert eigentlich Slots, wo welche Traffic Class senden darf und wo sie nicht senden darf. Somit kann man eigentlich garantieren, dass in der einen Zeitblock nur High Priority Traffic geschickt wird, in einem anderen Zeitblock vielleicht nur Medium Priority Traffic und dann halt Best Effort Traffic, was auch immer da noch da ist. Das kann die Reihenfolge von Frames verändern, wenn sie anders reinkommen. Und die Slots anders nachher beginnen, dann wird die Reihenfolge der Frames geändert. Das trifft aber nur auf eine zwischen den Traffic-Klassen zu und nicht innerhalb einer Traffic-Klasse. Also wenn Sie einen Datenstrom, der sehr wichtig ist, die ganze Zeit schicken, wird er nicht die Reihenfolge der Frames ändern. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt eigentlich eine Liste von Einträgen, wo steht, welche Traffic Class erlaubt ist zu senden und für wie lange. Und das Ganze ist eigentlich, diese ganze Liste wird abgearbeitet und startet eigentlich jedes Mal wieder neu, wenn ein neuer dieser Zyklus anfängt. Es können aber auch mehrere Traffic Klassen gleichzeitig aktiv sein. Das heißt, man hat eigentlich überlappende Traffic Klassen. In dem Fall wird dann Priority Scheduling gemacht nach diesem 802.1Q Standard. Es wird dann immer noch vor dem anderen, der High Priority vor dem Low Priority gesendet, nicht aber exklusiver Zugriff gegeben. Das heißt, ein
Frame, das angefangen hat, muss dann halt einfach auf warten, bis das wirklich fertig ist. So, das Ganze ist vielleicht ein bisschen einfacher erklärbar mit ein bisschen Grafik. Jetzt noch den Laserpointer. Wo war der? Das Laserpointer. Laserpointer, so. Gut. Also der einfachste Art eines Schedules ist eigentlich Exclusive Access. Das heißt, man hat hier im Beispiel jetzt zum Beispiel drei Priority-Klassen. Es sind bis zu 8 möglich. Und man hat für jede Priority-Klasse eigentlich einfach nur einen Block reserviert, wo er exklusiv senden kann. Das erfordert, wie man hier sieht, drei Einträge in dieser Liste, nämlich einmal, wenn es hier startet, einmal, wenn es hier startet und einmal, wenn es hier startet. Und dann fängt der nächste Zyklus an und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Die Geschichte mit Frames müssen vor der nächsten Phase abgeschlossen sein, erfordert Guard Bonds. Das heißt, auch wenn ein Frame noch angestartet wird, muss sichergestellt werden, dass es fertig ist, bevor die nächste Phase beginnt. Und das nachher noch ein bisschen genauer sehen. Dann ein bisschen vorgeschrittener ist dann die Geschichte mit den Overlapping Access. Das heißt, hier hat es einen Bereich, wo nur High-Priority-Traffic gesendet werden kann. Nachher gibt es eine Phase, wo Reserve-Traffic und High-Priority-Traffic geschickt werden kann. Und dann wieder mal noch kurz rein exklusiv für diesen Medium-Priority-Traffic und dann wieder gemixt. Wenn in dieser Phase ein rotes Frame gesendet werden möchte, dann hat das Priorität über das Medium Priority Frame. Wenn dieses aber schon angefangen hat, muss auch die High Priority Phase halt warten. Und dann wird's spannend, das ist dann die Multicycle Access Geschichte. Das heißt, man hat zum Beispiel hier eine zyklische Phase, man hat wie einen Subzyklus gemacht, und hat dann halt viele Einträge in dieser Tabelle, wo Sachen überlappen und gewisse Phasen alle Zugriffe haben, vielleicht mehrere zusammen hier und dann wieder exklusiv hier. So ein Schedule, wie wir ihn hier haben, würde jetzt irgendwie 8 Einträge bedeuten, einen hier, einen bei der Änderung, einen bei der Änderung, hier wieder einer, nochmals einer, nochmals einer. So eine. Würde 8 Einträge geben. Genau. So. Jetzt hatten wir ja vorher, dass ein High-Priority-Frame warten muss, wenn ein Low-Priority-Frame vielleicht schon am Laufen ist. In dem Fall, wo zum Beispiel eben mehrere Traffic-Klassen überlappend sind. Dazu hat 802.1 QBU zusammen mit 802.3 BR diesen Mechanismus Preemption eingefügt. Das ermöglicht eigentlich ein Frame in seiner, wenn es schon begonnen hat, zu unterbrechen durch ein High Priority Frame, dieses fertig zu senden und dann den Rest des unterbrochenen Frames am Schluss anzuhängen. Das kann aber auch mehrmals hintereinander geschehen. Das heißt, wenn ein riesiges Frame geschickt wird, kann das auch mehrmals unterbrochen und weitergeführt werden. Das ist jetzt nicht einmal unterbrechen, sondern so viel wie nötig. Dazu gibt es an jedem Ethernet-Frame eine spezielle Präambel und einen Starter-Frame-Delimiter und einen modifizierten CMC, den es ermöglicht, zu detektieren, ob das ein unterbrochenes Frame ist oder ein Fragment davon oder ob es wirklich jetzt das Ende des kompletten Frames ist. Was sichergestellt werden muss, ist eine Minimallänge von Ethernet-Frames. Das heißt, die 64 Bytes, die für Ethernet erforderlich sind, werden auch da eingehalten. Frames, die kleiner sind als 124 Bytes,
die können nicht unterbrochen werden, weil wir sonst mit zu kleinen Fragmenten enden würden. Das heißt, die Zeit, die es braucht, um diese 124 Bytes zu senden, ist eigentlich die maximale Delay, der entsteht, wenn ein Frame unterbrochen werden müsste. Und das wird definitiv die Reihenfolge der Frames ändern. Also das unterbrechende Frame kommt dann natürlich zuerst vor dem unterbrochenen Frame. Genau. Hier ein kurzes Beispiel. Wir haben hier ein Frame, das anfängt, dieses Frame 5, das ist relativ groß. Das fängt an. Der möchte schon irgendwas senden, muss jetzt warten, bis die ersten 64 Bytes geschickt werden, sendet sein Frame, hat noch eins in der Queue, sendet noch ein Frame und dann kommt dann das erste Fragment, also der erste Rest dieses Frame 5. Dann wird wieder ein High Priority Frame geschickt. Das muss jetzt relativ lange warten, bis die 64 Bytes zusammen sind. Schickt es dann selbst und dann kommt noch der Rest von Frame 5 und dann wieder mal ein ganzes Low Priority Frame. Das so als Modus, wie das Ganze funktioniert mit dem Preemption. Dann gibt es einen Modus, der nennt sich Cyclic Forwarding. Darum geht es um komplette deterministische Forwarding-Zeiten eigentlich auf Switches zu haben. Der Delay in einem Netzwerk lässt sich relativ einfach ausrechnen, nämlich alles, was in einem Zyklus gesendet wird, empfangen wird, wird erst im nächsten Zyklus gesendet. Das heißt, die Anzahl Knoten im Netz, also Switches im Netz, Hops im Netz, definieren eigentlich, wie viele Zyklen das Frame braucht von A nach B. Und dementsprechend, wenn man weiß, wie lang der Zyklus ist, wie lange das dann in maximaler Zeit dauert. Somit ist eigentlich klar, wie lange ein Frame im Netz sich befinden wird. Und es wird immer zum gleichen Zeitpunkt dann auch ankommen. Ja, und jetzt hier mal ein kurzes Beispiel. Hier kommt Frame Traffic komplett randomized rein in verschiedenen. Also nicht scheduled und einfach in irgendeinem Zyklus. Und somit werden dann das Ganze gescheduled und immer alles, was in diesem Zyklus stattfindet, im nächsten geschickt und alles, was hier stattfindet, im wieder übernächsten und so weiter. Normalerweise wird dieses Cyclic Forwarding nicht gemacht für Best Effort Traffic, weil der hat keinen Anspruch auf maximale Latenz oder Jitter oder sonst irgendwas. Das wird eigentlich alles für alles besser als Best Effort Traffic gemacht. Genau. Dann gibt es noch diesen Modus eines Traffic Shaping, also Credit-Based Shaper. Das verhindert eigentlich, dass man Burst von Frames hat in der gleichen Klasse oder man kann Prioritäten Wechsel erzwingen zwischen verschiedenen Traffic-Klassen. Das kann dann aber auch die Reihenfolge der Frames verändern zwischen den Traffic-Klassen und aber auch zwischen Streams in dem Sinn. Der Algorithmus ist relativ einfach. Gibt hier irgendwie einen Credit, der wird inkrementiert beim Warten und dekrementiert beim Senden. Schlussendlich, wenn der Kredit größer 0 ist, dann ist man wieder erlaubt zum Senden. Das kommt so ein bisschen in der Grafik irgendwie besser rüber. Wir haben jetzt hier eine Low Priority Queue und eine High Priority Queue. Es wird ein Frame gesendet. Währenddem muss das andere Frame der anderen Prioritätsklasse warten. Dem Seins ist dekrementiert, er kann nicht schon wieder gleich wieder senden, also kann der andere anfangen zu senden, der fällt jetzt gleich wieder unter diesen Credit von der Nulllinie, also muss auch er wieder warten, dann darf der wieder senden. Also es geht eigentlich immer mit Inkrementieren und Dekrementieren hin und her, so dass man einerseits Bursts und andererseits Prioritätenwechsel hat. Genau, dann gibt es noch das Thema Netzwerkredundanz. Wir hatten ja gesagt, High Availability war auch eines der Ziele von TSN.
Dazu gibt es diesen 802.1 CB Standard. Das Konzept ist relativ einfach. Man hat erstmals, also das Ziel ist Seamless Redundancy, das heißt unterbruchsfreie Redundanz ohne jeglichen Paketverlust. Also eben das Konzept ist einfach, man dupliziert beim Senden die Frames auf mehrere Pfade und einem Empfangspfad nimmt man das erste Frame, das ankommt und verwirft die Duplikate, die dann noch dazu gekommen sind. Dazu werden jedes Frame wird mit einem Tag versehen, wo Sequenznummer drin steht und anhand von MAC-Adressen und Sequenznummer kann man die Frames dann eindeutig identifizieren und dementsprechend die Duplikate verwerten. Das Ganze kann dann als Ring aufgebaut werden, zum Beispiel, indem man in zwei verschiedene Richtungen schickt und dann entsprechend von beiden Seiten die Frames bekommt. Oder man kann das auch als zwei se komplett separate Netzwerke aufbauen, wo man halt wirklich in ein LAN und ins andere LAN schickt. Konzeptionell kann das auch HSR oder PRP, das sind schon existierende Standards sein. Oder dieses Schema, das Frame Replication und Elimination for Redundancy bedeutet. Konzeptionell ist es eigentlich das gleiche wie dieses High Availability Seamless Redundancy Konzept. Genau. Dann gibt es noch diesen QCC Standard. Da drin geht es um Stream Definitions, also man hat Datenströme, wo man das Scheduling und die Bandbreite konfigurieren kann, wo man dann halt definiert, jeder Knoten, wann ist sein Timeslot, wie viel Bandbreite darf er verwenden, was ist die maximale Frame Size, die er schicken darf und dann halt auch, welche Priorität darf sein Datenstrom einnehmen. Normalerweise ist eigentlich die Idee, dass die Knoten sagen, was sie gerne hätten, und dann verteilt wird, was sie dann jetzt tatsächlich bekommen. Das Ganze kann zentralisiert ablaufen. Das ist so der Ansatz, der jetzt momentan relativ stark verbreitet ist. Alle schicken gerne, was sie hätten und einer baut sich den Schedule auf und verteilt ihn. Dezentralisiert wäre dann halt, wenn jeder Nachbarknoten wieder sagt, dem nächsten, was er dann gerne hätte und sie sich dann gegenseitig zusichern, was sie dann wirklich bereitstellen können. Konfiguration, ein großes Thema. Ja, man muss diese Schedule Cycles und so weiter alles konfigurieren. Da gibt es verschiedene Ansätze, NetConfig, aber auch OPC UA für die Konfiguration. Es gibt momentan verschiedene Schemen, die wirklich aktiv sind und es ist noch nicht 100% klar, welche das Dominante sein wird. Man muss sich ein TSN-Netzwerk grundsätzlich mit zwei verschiedenen Typen vorstellen. Das eine ist ist Netzwerkinfrastruktur, also Switches. Das andere sind Endknoten. Bei den Switches wird wahrscheinlich kein OPC UA vorhanden sein, also wird es dort wahrscheinlich eher NetConfig werden. Und bei den Endknoten könnte es OPC UA werden, einfach weil es wahrscheinlich schon da ist. Das ist ein großes Thema in den Testbeds und in der Standardisierung, weil es ist noch nicht ein komplett gelöstes Thema. So, und jetzt, genau, das ist genau der Punkt. Und jetzt, also alle diese Standards, die wir gehört haben, die können kombiniert werden zu einem wirklich sehr, sehr mächtigen Toolset. Man kann eigentlich die Standards kombinieren, wie man sie braucht. Nicht jeder braucht Cyclic Forwarding, nicht jeder braucht Preemption. Und es kommt sehr auf die Applikation drauf an, wo man was braucht. Jetzt habe ich gesagt, Interoperabilität ist sehr wichtig. Jetzt gibt es das Konzept von Profiles. Diese Profiles definieren eigentlich, welche Standards dann mandatory sind und welche Features man da wirklich brauchen kann. Momentan sind ein paar in Verabschiedung, gerade in der Automatisierungsbranche wird es einen diesen IEEE IEC-Standard geben, 60802, der dann definiert, welche Standards man erfüllen muss. Und das Gleiche findet momentan in Automotive statt und es werden viele andere Branchen noch dazukommen.
Genau. Jetzt übergebe ich mal an Thomas. Gut, danke Sven. Ja, wie wir bereits gehört haben, handhabt TSN eigentlich nur Auxiliary 2. Und hier kommen wir mit OPC OA ein bisschen auf eine höhere Ebene. Also wir sehen ein bisschen mehr, wie das Ganze auch auf Application Layers aussehen könnte. Eben im Gegensatz zu Profinet oder EtherCAT ist bei TSN nur OSI Layer 2 gehandhabt und alles obendran ist eigentlich noch offen. Die verschiedenen existierenden Protokolle können natürlich auch mit TSN kombiniert werden. Also es gibt einige Beispiele wie Profinet über TSN, Cercos über TSN, EtherCAT mit TSN und so weiter. Also es sind da auch verschiedene Migrationspfade möglich. Gut, ja, eben, wir kommen jetzt ein bisschen mehr zu OPC OA. Wir werden das eigentlich als Hauptthema hier verwenden. OPC OA ist eine Open Platform Communication. Das ist eigentlich eine Architektur, die da beschrieben wird. Diese soll eigentlich irgendwelche proprietären Layer ersetzen und das Ganze dann über Real-Time Ethernet ermöglichen zu kommunizieren. Hier gibt es auch eine sehr enge Kollaboration, also Verbindung mit TSN und der OPC Foundation Gruppe. Also wenn Sie da an einem TSN-Anlass sind, dann werden Sie sehr oft sicher auch die Leute von OPC dort sehen. Und ja, das wird auch im Testing und so sehr groß geschrieben. OPC OA hat eigentlich zwei Hauptdinge, die da definiert werden. Einerseits ist das der ganze Transportmechanismus. Und dazu kommt dann noch das Data Modeling. Also da gibt es eigentlich ganz viele Modelle, die da schon verfügbar sind, die dann gewisse Sensoren oder was auch immer hinterlegen. Und das wird dann eigentlich auf einem Server so dargestellt. OPC OA definiert eigentlich zwei Kommunikationsmöglichkeiten. Das eine ist die Client-Server-Verbindung. Da fragt eigentlich der Client dann beim Server gewisse Modelle oder Register oder Daten schlussendlich ab. Und der Server gibt dann eine Response an den Client zurück und ja, dann bekommt er eigentlich den Wert von einem Sensor oder was auch immer zurück. Dies ist für TSN hauptsächlich dann interessant, wenn es um Konfiguration geht. Also Konfiguration wird vielleicht über diese Variante stattfinden. Wenn es Richtung Real-Time-Traffic geht, dann ist eigentlich das Publisher-Subscriber-Modell das Interessantere. Da geht eigentlich ein Server davon aus, dass er ein Datenset oder mehrere Datensets publiziert und das eigentlich Multicast dann an mehrere Clients. Also es hat ein Server, der publiziert irgendwie ein paar verschiedene Register und die Clients können dann eigentlich dann subscriben und darauf hören und diese Daten dann weiterverarbeiten. Ja, bei OPC OA sind eigentlich sehr viele Funktionalitäten schon vorhanden. Nichtsdestotrotz, der Standard ist ja eigentlich, also die Definition von OPC OA gibt es eigentlich schon länger. Mit TSN zusammen hat es jetzt natürlich ein bisschen eine Renaissance erlebt und eben es wird auch immer wieder weitere Erweiterungen geben. Zum Beispiel eben Publishing und Subscribing ist eigentlich relativ neu hinzugekommen und auch Sachen wie zum Beispiel Verschlüsselungen, Sicherheitsmechanismen und so, da geht natürlich auch immer etwas in diese Richtungen. Für OPC OA finden Sie verschiedene Implementierungen. Da gibt es einerseits auch kommerzielle Dinge, zum Beispiel von Unified Automation. Unified Automation bietet auch noch sehr interessante Tools an, wie ein UA Expert, wo Sie eigentlich ziemlich einfach den Server überwachen können oder auch über dieses Tool dann Werte in den Server reinschreiben. Es gibt aber auch einige Open Source Lösungen, zum Beispiel Open 62541. Das ist eigentlich einer der verbreiteten und am besten maintainten. Die meisten dieser Implementierungen unterstützen eigentlich verschiedene Implementierungssprachen. Also gerade ein Unified Automation gibt es für .NET, Java, C und so weiter. Und meistens können dieser Stack kann auf verschiedenen Plattformen implementiert werden. Also Sie können das auf einem Embedded System laufen lassen oder auch auf einem mächtigen Intel i7 oder was auch immer. Das gibt es eigentlich sehr viel supportete Plattformen. Nun möchte ich ein bisschen tiefer auf 62541 eingehen. Das ist der Stack, mit dem wir auch schon ein bisschen gearbeitet haben und der hat eigentlich sehr viele Vorteile.
Wie bereits erwähnt, ist der eigentlich sehr gut maintained. Also Sie kriegen da sehr viele Updates und auch die Erweiterungen kommen stetig rein. Also da sind Sie recht fleißig dran. Es hat auch sehr viele Maintainer und Contributoren. Wenn Sie auf die Page von Open6251 gehen, sehen Sie da ein bisschen mehr, wer da überhaupt mitwirkt. Zusätzlich ist auch kommerzieller Support offeriert. Das ist zum Beispiel Calisito oder Basiscom, die da kommerziellen Support anbieten, wenn Sie da irgendwelche Erweiterungen oder Integrationssupport benötigen würden. Was auch sehr hilfreich ist, dass dieser Stack sehr viele Beispiele hat. Also Sie kriegen da schon mal einen einfachen Server, ziemlich schnell zum Laufen. Und seit Neuerem haben Sie auch einige Beispiele, die gezielt eigentlich auf TSN abzielen und da auch schon gewisse Performance-Ansprüche sind gemessen worden von Ihnen und das ist echt sehr interessant, was das in Kombination mit TSN betrifft. Ein weiterer großer Vorteil ist eigentlich die große Portabilität. Der ganze Stack kann eigentlich vorkompiliert werden via CMake. Also Sie können da auch sehr genau sagen, was für Funktionalitäten Sie möchten. Brauchen Sie irgendwelche Security-Features? Wollen Sie überhaupt Publishing und Subscribing machen oder wollen Sie nur einen normalen Server? Und all diese Konfigurationsmöglichkeiten erlauben es dann eigentlich einen sehr kleinen Stack zu erzielen. Da komme ich dann später noch darauf zurück, weil wir haben diesen Stack auf einem NIOS 2 Softcore sogar zum Laufen gekriegt. Ebenfalls interessant ist, dass dieser Stack teilweise zertifiziert ist. Also der OPCUA-Server hat eine Zertifizierung von der OPCUA Foundation erhalten für einige spezifische Profile. Ja, wie bereits erwähnt, der supportet eigentlich schon bereits sehr viele Features, also eben Publishing, Subscribing ist da drin, gewisse Security-Mechanismen können aktiviert werden. Ich würde sagen, er hat schon einen sehr guten Stand, was das anbelangt, für einen Open-Source-Stack. Gut, ja, wie bereits erwähnt, haben wir als NetTime Logic einen Port gemacht von Open6251 zu einem NIOS-Softcore-CPU. Das Ganze haben wir auf einem Trend-Cyclone 10 LPRF-Kit durchgeführt. Der Open6251-Stack unterstützt von sich aus schon eigentlich FreeRTOS und Lightweight IP. Das ist nicht so per Default schon unterstützt vom NIOS, aber wir haben hier einen Port genommen, der schon existierte und haben ihn angepasst auf eine neuere Quartus-Version und auf die neue NIOS-Version. Somit ist das auch auf einem aktuellen Stand und kann auch gut mit dem Open6251-Stack kompiliert werden. Die Sourcen und Precompiled Libraries haben wir bereits auf Git zur Verfügung gestellt und hier sehen Sie auch noch einen Link drin zu einem Blogpost, wo das Ganze etwas detaillierter beschrieben ist. Da finden Sie alle Links zum Stack, zu dem vorkompilierten Library und hier unten rechts sehen Sie auch ein bisschen, wie das ganze Design aufgebaut ist, also mit einem NIOS am Avalon Bus und dann mit dem Ethernet Avalon Bridge und dem Mac vom ganzen System im SOPC-Builder aufgebaut, also im QSIS aufgebaut und ja, da können Sie das dann eigentlich relativ einfach auf diesem Rev-Kit zum Laufen kriegen. Wir haben auf diesem Rev-Kit unter anderem eben auch die PubSub-Funktionalität getestet. Also PubSub ist wie bereits erwähnt eigentlich die Funktion, die darauf hinzielt, für Realtime-Traffic zu arbeiten. Und der Open6251-Stack unterstützt da verschiedene Realtime-Modes. Das ganze Aufbereiten der Daten ist relativ aufwendig für eine CPU. Und der Stack hat da verschiedene Modes implementiert. Das ist noch relativ frisch. Das gibt es etwa seit knapp einem Jahr. Und diese Realtime-Modes können dann wirklich so quasi vom REM-Image eigentlich das Ganze herauslesen und dadurch ist das dann eigentlich sehr performant. Zusätzlich unterstützt der Stack eigentlich einen bestimmten Custom Publishing Mode. Das heißt, Sie können das Publishing manuell modifizieren. Also Sie müssen da nicht den ganzen Stack umschreiben, sondern Sie kriegen da eigentlich eine einfache Funktion, wo Sie gewisse Handhabungen vom Publishing dann beeinflussen können. Der ganze Trick dahinter ist dann eigentlich, dass man über ein Interop zum Beispiel das Publizieren von diesen Nachrichten triggern kann.
Hier kommt dann ein ganz wichtiger Punkt ins Spiel, um eigentlich die Bandbreite optimal auszunutzen, muss eigentlich das Generieren der Daten an den Cycle und die Phase angepasst sein. Es bringt ja nichts, wenn Sie die Daten irgendwie mittendrin in einem Cycle generieren und das sollen dann Realtime-Daten sein, dann verlieren Sie je nachdem schon einen ganzen Zyklus, bis die rauskommen. Was wir hier jetzt eigentlich erreicht haben, ist, dass wir das Ganze wirklich in einem FPGA integriert haben. Also es ist wirklich der FPGA, ein Softcore und nicht noch eine weitere CPU dazu. Und das ermöglicht eine sehr hohe Integration und allenfalls auch für Sensoren relativ tiefe Kosten. Und das Ganze ist auf einem einzigen Chip eigentlich realisierbar. Hier sehen Sie grundsätzlich jetzt, wie das Konzept darin aussieht. Also wir haben unten rechts, unter links im grauen Block ist die eigentlich unsere TSN-Endnote. Das ist eine Kombination eben mit der Zeitsynchronisation. Da hat es einen Port, der eigentlich nach draußen geht und einen Port, der zum Mac geht. Und rechts sehen Sie dann eigentlich das NIOS-System, das via Mac dann eigentlich an unseren IP-Core angebunden ist. Das NIOS-System hat zusätzlich ein Avalon-AUX-Interface, wo es eigentlich die ganzen Cores konfigurieren kann. Außerhalb sehen Sie dann noch den Adjustable Clock. Das ist eigentlich ein Bestandteil, der die Zeit regelt von intern im FPGA. Und dieser liefert dann auch die Zeit an unseren Signalgenerator. Mit diesem Signalgenerator können Sie dann gezielt eigentlich den Triggerpuls erzeugen, welcher noch die Daten generieren soll. Diesen Puls können Sie dann konfigurieren, wann er wirklich ausgelöst werden soll und somit eigentlich perfekt an die Phase und an den Zyklus angepasst sein. Das Ganze funktioniert eben eigentlich so, dass die CPU ursprünglich mal eine initiale Konfiguration macht von all unseren Core. Also sie setzt all diese Schedules und so weiter auf. Sie konfiguriert mal die ganzen MAC-Adressen, wann der Trigger kommen soll und so weiter. Der Signalgenerator generiert dann eigentlich zwei verschiedene Interrupts. Eines ist eben eigentlich für das Triggern vom Frame. Das muss eben genau aligniert sein zur Phase und zum Zyklus. Und da gibt es ein weiteres Interrupt, das eigentlich Zeitsprünge handhabt. Also sprich, wenn Sie ein Netzwerk haben, das noch nicht synchronisiert ist, da ein Grandmaster angeschlossen wird, dann wird es einen Zeitsprung geben und dementsprechend muss auch der ganze Signalgenerator neu konfiguriert werden. Mit diesem Konzept, mit diesem zeitlich schiebbaren Signalinterrupt erreichen Sie eigentlich eine perfekte Anpassung an den TSN-Zyklus und können somit eigentlich die Bandbreite optimal ausnutzen und erreichen auch eigentlich die optimale Latenzzeit, bis ein Frame schlussendlich rausgesendet wird. Ja, nur noch ein kurzer Überblick, was es da für Migrationspfade vom TSN und OPC2A gibt. Also die meisten großen Firmen haben eigentlich ein Commitment dahinter, dass für Realtime Ethernet die Lösung TSN und OPC2A sein wird. Es gibt da bereits Gateways, die Realtime Ethernet Solution und OPC2A über TSN eigentlich machen. Soll eigentlich die tieferen Layer von Realtime Ethernet Solution mit TSN dann ersetzen. Und am Schluss kommt eigentlich noch dazu, eben, dass die höheren Levels von Layer mit den Realtime Ethernet Solution mit OPC2A ersetzt werden. Das ist eigentlich das, was noch hauptsächlich im Progress ist. Also eben das mit dem PubSub ist noch nicht so, sage ich mal, durchgedrungen überall und das ist eigentlich noch in der Entwicklung. Und eben der ganze Applikationslayer ist halt ein bisschen losgelöst vom TSN an sich und deshalb ist das auch noch meistens eigentlich im Progress im Moment. Grundsätzlich ist aber mit TSN und OPC2A sicherlich mal der Weg offen, dass man das Ganze auch ins Feld bringen kann. Ein wichtiger Teil, wie wir schon vorher gehört haben von TSN, ist eigentlich die ganze Interoperabilität. Das ist wirklich die Priorität Nummer eins und das ist eigentlich auch, ich sage jetzt mal, der wichtigste Schritt, dass das ganze System eigentlich zum Erfolg wird. Es gibt da schon verschiedene Testbeds, die eigentlich am Laufen sind.
Wir sind hauptsächlich im IIC TSN Testbed aktiv. Da wird auch das ganze TSN-System zusammen mit OpenCOA und Publishing und Subscribing im Großen getestet. Auch ein großer Teil dort ist das ganze Konfigurieren von den Cores. Es gibt dann noch weitere Testbed wie LNI, Huawei TSN, University New Hampshire, IOL und so weiter. Also es ist momentan recht am Boomen und die Testbeds sind da eigentlich ja, ziemlich am Wachsen und werden auch rege genutzt. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir mal noch auf das Thema ein, wieso dann FPGAs wirklich genau geeignet sind für eine TSN-Lösung. Das Grundproblem oder sagen wir mal, die jetzige Situation ist die, dass viele der TSN-Standards halt immer noch im Draft-State sind oder sie sind Work in Progress und es kommen aber auch dauernd neue Standard- oder Funktionalitäten hinzu. Somit ist es momentan noch ein bisschen schwierig für die ASIC-Hersteller. Also es gibt ein paar, die wirklich verabschiedete Standards sind und für die gibt es dann auch schon ASICs dazu. Im Gegensatz dazu haben sie halt mit der FPGAs die Möglichkeit, auch auf Standardänderungen einzugehen oder auch Schritt für Schritt weitere Standards hinzufügen oder weitere Funktionalitäten hinzufügen oder auch eben weglassen. Das sehen wir dann nachher. Also der Stand jetzt momentan ist also September 2020. Momentan hat es 15 plus Drafts von Standards und Anhängen in der Working Group. Also ist die Gruppe, die die Standards verfasst. Also Sie sehen, es herrscht da wirklich sehr starker Work in Progress. Und man muss die Möglichkeit haben, auf diese Änderungen und neuen Features eingehen zu können, was mit FPGAs halt möglich ist. So. Dann, das ist mal das eine. Und dann gibt es die andere Geschichte mit Real-Time Data Talkers and Listeners. Also wir haben vorher gehört, OPCOA, wenn man Daten versenden möchte, beziehungsweise entgegennehmen und man sehr kurze Zykluszeiten fahren möchte, also wir sprechen dann Submillisekunden, so 15,625 Mikrosekunden, alles in unter einer Millisekunde kann schon ziemlich challenging werden in Software. Gewisse CPUs haben längere Latenzzeiten für Interrupts, als der Zyklus lang ist. Und ja, wenn man halt in so kurzer Zeit etwas machen möchte, geht dann das mit dem CPU-Load entsprechend sehr schnell hoch. Und was dann auch bedeutet, dass man vielleicht eine sehr performante CPU braucht, was dann auch so weit zuführen kann, dass es dann auch eine teure CPU wird. Und man hat halt immer noch die Problematik, dass auch ein OS halt Jitter und Interrupt-Latenz hat und somit ist man bei kurzen Zykluszeiten schnell mal bei irgendwelchen Problemen mit Problemen konfrontiert. Was jetzt die Möglichkeit ist und wieso das für FPGAs weniger ein Problem ist, man kann halt wirklich Realtime-Talkers und Listeners in FPGA verschieben. Das heißt, Sachen, die wirklich zeitkritisch sind, als Offloading im FPGA machen, zum Beispiel ein Teil des Befüllen des Frames und das Fetchen von Daten von einem Sensor beziehungsweise einen Aktor ansteuern, kann man eigentlich schon in FPGA verlagern. Und somit hat man dann eigentlich kein Problem mehr, so kurze Zykluszeiten fahren zu können. Ich habe jetzt eher mal von FPGAs geredet. Am meisten interessant sind eigentlich System on Chips, also Kombinationen aus CPU und FPGA auf einem Die. Gerade aus dem Punkt, dass halt eine sehr enge Kopplung zwischen FPGA und CPU möglich ist. Man kann vom FPGA mittels DMA direkt ins RAM von der CPU reinschreiben oder lesen. Man kann dann eigentlich den Realtime-Part in FPGA verlagern und so Konfiguration und viel Teil des Stacks halt dann auf der CPU laufen lassen, wo dann halt nur noch eigentlich Soft-Real-Time-Requirements da sind. Man hat eine riesige Bandbreite zwischen
CPU und FPGA. Also da besteht halt auch die Möglichkeit, wirklich hohe Daten, große Datenmengen hin und her zu schaufeln zwischen RAM, die die CPU und den FPGA benutzen können. So, jetzt möchte ich noch kurz eingehen, ein bisschen auf unsere TSN-Lösung, beziehungsweise wie wir zu dieser TSN-Lösung gekommen sind. Es geht hierbei um einen Switched Endnode. Ein Switched Endnode ist ein TSN-Knoten mit mehreren Ports. In dem Fall nennen wir das 2,5-Port, also man hat eigentlich zwei Forwarding-Ports, die man entweder als Daisy-Chaining benutzen kann, für Redundanzringe oder Trunk-Ports. Und dann haben wir einen Uplink-Port, der ist normalerweise in dem Fall eigentlich intern, deshalb dieses 0,5, wir nennen das einen 0,5-Port. Ich werde jetzt mal kurz zeigen, wie wir von eigentlich einem von einem bestehenden Core, den wir hatten, eigentlich zu der TSN-Lösung gekommen sind und wieso diese Modularität, die wir dann sehen werden, sehr nützlich sein kann. Also der Startpunkt war ein 2,5-Port-Switch mit Redundanz. In dem Fall war es nicht das Konzept, das TSN vorschlägt, sondern dieses HSR und PRP, das wir vorher erwähnt haben. Das hat ein RGMI bzw. GMI oder RMI-Interface nach außen zu den PHYs und ein GMI-Interface normalerweise zum Mac und da zur CPU. Genau, das war der Startpunkt. Dann haben wir das Ganze mit Zeitsynchronisation verheiratet. Das heißt, wir haben für dieses PTP, Precision Time Protocol, die Empfangs- und Sendeteile gemacht, plus eigentlich den ganzen Stack im FPGA, plus dann eine Uhr, die nachgezogen werden kann, sich aufsynchronisieren kann, beziehungsweise die Zeit verteilen kann. Das war dann eigentlich Step 2. Dann wurde das ganze Priority Handling hinzugefügt. Halt eben detektieren, welches Frame ist wichtig, welches Frame ist Best Effort. Und zusätzlich zu diesen Priority Handles haben wir noch externe Oxy Streams. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das alle was sagt. On-Chip-Bus, Oxy Stream ist ein Streaming-Bus, wo man Daten reinfüttern kann, das nicht über das Mac-Interface geht und entsprechend Oxy Stream auf dem Empfangspfad hat. Dann wurde Scheduling hinzugefügt, das heißt Priority Queues, die dann wie heißt, geöffnet werden, wenn der Scheduler sagt, jetzt darf ein Frame versendet werden. Und für Cyclic Forwarding, jedes Frame, das reingekommen wird, wird ein Tag genommen. Es ist in einem bestimmten Zyklus angekommen und beim Versenden wird gecheckt, ist es jetzt schon der nächste Zyklus, darf ich das schon versenden? Also die Kombination bot sich gerade an. Dann wurde Preemption hinzugefügt, das ist eben das Frame-Unterbrechen. Dazu musste man in den Interface adaptern, das heißt, wir haben intern alles Oxy Stream. Dort, wo die GMI zur Oxy Stream-Umsetzung ist, auch noch Metainformationen rausbekommen, nämlich wie ist das Frame unterbrochen worden, soll es unterbrochen werden. Diese Funktionalität haben wir dann so eingefügt. Dann kam der Credit-Based Shaper hinzu. Der läuft eigentlich parallel zum Scheduler. Der schaut, ob Frames warten müssen, ob Frames versendet werden können und gibt dann einfach zusätzlich zum Scheduler noch mit, ob jetzt das Frame tatsächlich versendet werden darf oder nicht, anhand von Credits. Und dann kam eigentlich fast am Schluss noch Ingress-Filtering dazu. Das heißt, hier können Sie dann definieren, wie viel Bandbreite der jeweilige Priority Queue tatsächlich momentan verwenden darf. Und dann wird das dann auch noch erweitert, dass Sie auf Streams-Basis dann definieren können, wie viel Bandbreite ein Knoten verwenden darf. Jetzt haben wir das Ganze als TSN-Block hier unten mal angehängt und verheiratet mit diesem ganzen OPC-OA, das heißt CPU und OPC-OA-Stack. Und gleichzeitig gab es dann
für das Offloading eigentlich so ein Real-Time-Talker und ein Real-Time-Listener. Das heißt, die kommunizieren direkt über dieses AXI-Streaming-Interface und den Sensoren beziehungsweise mit den Aktoren. Genau, das Ganze sieht dann so aus. Wenn Sie die Folien haben, können Sie sich das wahrscheinlich besser anschauen. Ja, so würde das ganze System dann eigentlich aussehen. So, wieso habe ich Ihnen das so mal erklärt? Das Ganze ist, wie gesagt, sehr modular und wir haben gesehen, es ist Schritt für Schritt eigentlich Sachen hinzugekommen. Das reduzierte einerseits die Komplexität, weil man eigentlich für einen Standard wirklich nur einen Block wieder anpassen musste. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, eine saubere Separierung der einzelnen Features zu haben. Somit können auch Features weggelassen werden oder halt dann auch neue Features hinzukommen, ohne dass wirklich eigentlich andere Teile angepasst werden müssen. Und dazwischen gibt es halt dann wirklich ein sauberes Interface, eben alles AXI-basiert. Und den Ansatz, den wir jetzt vorher hatten, ich gehe nochmal ganz schnell zurück, also die eine Seite hier ist eigentlich der ganze TSN-Teil für einen spezifischen Port. Deshalb habe ich gesagt, wir haben das Ganze dann so gemacht, dass wir einen Endnode gemacht haben daraus auch, das heißt einen Port. Und das Ganze könnte man natürlich dann auch erweitern auf einen Switch, indem dass man halt den TSN-Teil mehrmals instanziert. Das Ganze ist, wie gesagt, future-proof, indem dass wir halt neue Features und Standards hinzufügen können oder halt eben auch mehrere Ports dazufügen können. Das Ganze kann auch gesehen werden, dass es Retrofit ist, indem dass man einfach einen Mac-CPU an den TSN-Teil anbindet und wir dann das ganze Scheduling, die ganze Synchronisation und all das, was zu TSN dazugehört, im FPGA dann im Forwarding-Pfad übernehmen. So. Genau. Jetzt kommt das Aber. Für das System, wie wir es jetzt vorgesehen haben, um das Ganze simpel zu halten, haben wir alles RAM und Chip-RAM genommen, also das heißt Block-RAM. Wir wollten kein DDR3 oder DDR4 ansprechen. Das kann bei hohen Bandbreiten und langsamen Zykluszeiten dazu führen, dass man ziemlich schnell ziemlich viel RAM-Bedarf hat. Wenn man aber weiß, man möchte sehr kurze Cycles fahren, was eher so der Trend momentan ist, je kürzer, je besser, dann kann man den Block-RAM-Bedarf sehr stark reduzieren. Und weil man sogar noch weiß, wie die einzelne Bandbreitenauslastung, weil man den Schedule kennt, ist, dann kann man die Buffergrößen noch weiter reduzieren. Angestrebt ist, dass früher oder später wir auch ein externes Bus-Interface anstreben, dass man DDR3 oder DDR4 ansprechen könnte, für den Fall, wo man dann halt wirklich Zykluszeiten langsamer als eine Millisekunde machen möchte. Genau, jetzt würden wir eigentlich mal ein bisschen, was wir jetzt alles in Theorie gehört haben, mal in Live sehen. Wir haben dazu ein Demo-Setup gemacht. Da gibt es zwei TSN-Netzwerkknoten. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung mit zwei TSN-Sachen, TSN-Links, wo wir Redundanz fahren. Die synchronisieren sich und geben einen Puls pro Sekunde raus. Beide, mit dem können wir überwachen, wie genau die beiden Boards miteinander synchronisiert sind. Dann haben wir diese IIC, wie gesagt, wir sind im IIC, Industrial Internet Consortium, Testbed, eine Realtime-Demo, was ein OPC-UA Talker and Listener ist. Und dann haben wir einen Load-Generator, der einfach noch ein bisschen Last generiert, sodass wir auch noch sehen, was passiert mit den verschiedenen Traffic-Klassen. Und zusätzlich dazu streamen wir Kameradaten in die Richtung zu einem PC, wo wir dann überwachen, wann welche Frames über einen Mirroring-Port, wann welche Frames angekommen sind.
Und zusätzlich dazu hängt einfach noch ein weiterer Knoten an diesem Netzwerknode, der sich einfach aufsynchronisiert und auch einen Puls pro Sekunde mitliefert. Das ist dann eigentlich so das Legacy-Netzwerk hinter der TSN-Wolke. Genau. So, jetzt muss ich mal kurz das Bild haben. Ja. Moment. So. Sieht man was? Ja, so lala. Genau. Also, wir haben hier diese IIC-Demo. Die schicken sich pulsweiten moduliert LED-Daten hin und her. Also, wir haben einen Talk und Listener auf dem rechten Board und einen Talk und Listener auf dem linken Board. Beide generieren zeitgesteuert LED-Patterns und schicken die gegenseitig hin und werden dann als halt Helligkeitsstufe auf LEDs geführt. Dann unten hier haben wir die Puls pro Sekunde Ausgänge der beiden Knoten. Wir haben hier eine Auflösung von plus minus 100 Nanosekunden. Ja, man sieht, wir sind so irgendwo in den plus minus 20 Nanosekunden. Das Ganze läuft jetzt auch schon ein bisschen länger. Also jetzt können wir ein bisschen rauszoomen und sehen dann, so gut war die Synchronisation über die letzten 4000 Sekunden zum Beispiel. Genau. Und dann kommen wir eigentlich zum interessanten Teil. Also Sie sehen, wie Sie sehen, sehen Sie ein Bild. Das heißt, es werden Daten über das TSN-Netzwerk gestreamt. Und dazu gibt es jetzt diesen Screen. Das ist dieser Analyse-Screen, den wir vorher erwähnt haben. Was Sie jetzt eigentlich sehen, High-Priority-Traffic in Rot, Medium-Priority-Traffic in Gelb und Low-Priority-Traffic in Grün. Man sieht eigentlich schön, dass das Ganze gescheduled ist. Das heißt, es kommen rote Daten, dann kommt lange nichts, weil da nur rote Daten gesendet werden dürften. Dann Medium Priority Traffic und dann kommt Best Effort Traffic hinterher. Genau. Der grüne Traffic hat da immer wieder mal ein bisschen größere Peaks. Das sind die Kameradaten, die auch noch irgendwann mal dazwischen kommen, zwischen unserem Lastgenerator. Ja, je weiter man rauszieht, ja, da kommen immer wieder mal ein paar Bilder. Genau. Das ist jetzt mal so, dass man hier das Scheduling hat. Genau, das ist unser GUI für die Konfiguration, wo man die verschiedenen Features enablen und disablen kann. Eben gewisse Features kann man zur Laufzeit, wenn man Features enabled hat, kann man sie zur Laufzeit ein- und ausschalten, aber man kann sie auch komplett disablen zur Synthesezeit, sodass sie gar nicht im Core drin sind und dementsprechend halt auch weniger Ressourcen verwerten. Also wir fangen jetzt mal eigentlich an, wie das normale Netzwerk aussehen würde. Also da kommt einfach Traffic irgendwie ein bisschen rein. Dazwischen wird zyklisch von diesem OPC-UA-Talker Daten gesendet. Das Gelbe und Grüne überlappt sich hier einfach random, mehr oder weniger. Dann können wir die Phasen, dieses Scheduling aktivieren. Dann sehen wir gleich, dass das Scheduling angefangen hat. Dann können wir zum Beispiel, muss da ein bisschen zwischen den Screens wechseln. Wenn man jetzt Credits enablen möchte, ja, man möchte es wahrscheinlich in Live sehen. Also wir haben hier jetzt relativ hohe Peaks an Daten innerhalb von den Zeitblöcken. Und jetzt haben wir ein bisschen reduzieren wir die Bandbreite. Die Anzahl Frames bleibt die gleiche, es ist jetzt einfach zyklisch anders verteilt. Also das heißt, es kommen jetzt weniger Frames pro Zeiteinheit, einfach weil wir dieses Credit-Based Shaping eingeschaltet haben zum Beispiel. Die Preemption werden Sie nicht sehen, weil das findet nur auf dem Pfad hier dazwischen statt. Das heißt, große Frames werden unterbrochen und wieder zusammengefügt und dann das zusammengefügte Frame auf diesen Mirroring-Port eigentlich weitergeleitet.
Sie können den Schedule natürlich auch ändern. Wir haben jetzt hier Exclusive Access, also jede Prioritätsklasse bekommt nur einen Timeslot. Wir könnten jetzt zum Beispiel die Medium- und Low-Priority-Traffics übereinander legen. Das heißt, der Best-Effort-Traffic dürfte auch in der anderen einen Phase mitgesendet werden. Wenn wir das machen, sehen Sie jetzt, der Medium-Traffic da landet jetzt auch noch in der Best-Effort-Traffic-Klasse. Also Sie können das auch umgekehrt machen natürlich. Wir können natürlich auch so den Schedule so machen, so dass Sie eigentlich die grünen Frames auch in der Medium-Klasse drin haben. Sie sehen hier immer am Anfang ein bisschen Bursts. Das ist eigentlich die Daten, die sich ansammeln in der Phase, wo sie halt nicht gesendet werden dürfen. Genau. Ja, dann Redundanz dazu gibt es natürlich auch. Also Sie könnten jetzt etwas ausstecken, nur sehen Sie das natürlich nicht, weil es unterbruchsfrei ist in dem Sinn. Genau, dann haben wir noch etwas zur Synchronisation. Wir haben hier einen Knoten, hinter der sich nur aufsynchronisiert. Sehen dann, der misst die Pfadlänge zu seinen Nachbarn. Wir haben hier irgendwas um die 4 Meter Kabel, so um die 20 Nanosekunden von Delay. Und der berechnete Fehler ist irgendwo um die plus minus, ja, weniger als 10 Nanosekunden Genauigkeit, was sich dann natürlich nicht ganz dem widerspiegelt, weil der Puls pro Sekunde, der kommt einmal pro Sekunde und die Berechnungen für Fehler passiert 8 Mal pro Sekunde. Und wir arbeiten hier mit 50 ppm Oszillatoren, das heißt, der Oszillator driftet potenziell relativ weit innerhalb einer Achtel von Sekunde. Genau, das wäre so etwa das, was ich zur Demo sagen könnte. Wenn es dann Fragen gibt, können wir gerne nochmals zum Demo-Setup zurück. Ansonsten würde ich mal noch auf die Zusammenfassung gehen. Wie gesagt, IEEE 802.1 Standards bilden eigentlich TSN. Es sind alles Open Standards. Sie sind nicht getrieben von einer großen Firma. Das heißt wirklich, ganz viele Firmen machen da mit und auch die Player, die momentan selbst Realtime Ethernet Lösungen haben. Es definiert eine Erweiterung zum normalen Ethernet mit dieser Synchronisation, dieser Determinismus und hohen Verfügbarkeit, erlaubt vertikale Integration. Wie gesagt, unsere Kamera könnte jetzt auch eine Verbindung ins Internet sein und an die Cloud. Es würde den Realtime-Traffic, diese roten Linien, die wir vorher gesehen haben, nicht beeinflussen. Dann diese Kombination aus TSN und OPCOA wird der Feldbus der Zukunft sein. Wie gesagt, die großen Player mit den jetzigen Realtime-Lösungen haben sich eigentlich committed dazu, früher oder später auf dieses TSN-OPCOA-Kombinierung umzuschwenken in einzelnen Schritten. Und gerade der Automatisierungsbereich, der eigentlich der Bereich ist, der am meisten Realtime-Ethernet bis jetzt verwendet hat, der wird relativ schnell darauf aufsteigen. Dazu kommt, dass auch der Automobilbereich langsam, aber stetig weg von CAN auf Ethernet umschwenken möchte und dann halt aber die Realtime-Requirements hat, die normalen Ethernet-Schnittstellen halt noch nicht gehabt haben. Und da kommen halt Utilities, also Energiesektor und so weiter auch dazu. Das Ganze ist open und im Falle von OPCOA halt auch vielerorts open source. Und es gibt, wie gesagt, diesen Migrationsplan
von den existierenden Real-Time-Ethernet-Lösungen zu TSN, OPC, WAN. Das Ganze ist ein wirklich lebendiges Ökosystem. Das heißt, Sie dürfen auch gerne mitmachen. Alle Standardisierungsgruppen sind offen für jedermann. Und da seine Ideen und Wünsche einbringen. Und ja, durch das, dass es doch jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist in der Standardisierung, gibt es auch schon sehr, sehr viele Prototypen. Dann haben wir gehört, dass FPGAs und System on Chips eigentlich die Lösung oder besser gesagt das Device of Choice sind für TSN OPCOA-Lösungen. Einfach einerseits, weil das Ganze Work in Progress ist, aber auch durch das, dass man halt Offloading machen kann von gewissen Tasks von der CPU in den FPGA, zum Beispiel für diese kurzen Zykluszeiten. Und dann sind wir noch kurz darauf eingegangen, wieso ein modularer Ansatz für TSN durchaus sinnvoll ist, gerade eben diese verschiedenen Applikationen, sei es eben Automotive oder Automation, haben komplett verschiedene Ansprüche an TSN. Da werden auch verschiedene Standards dann verwendet. Deshalb ist es gerade wichtig, dass es diese Profiles geben wird. Genau, und somit wären wir eigentlich mal durch und offen für Fragen. Sie können also jederzeit Ihre Mikrofone